Ich nehme euch heute mein Mittagessen auf oder mein Abendessen. Es ist 17 Uhr und ich lag ein bisschen am Pool heute in meinem Lieblingsrestaurant in meiner Stadt Nisibu am Schwarzen Meer. Ich habe hier gearbeitet. Das war mein Arbeitsplatz heute. Da drüben seht ihr das Schwarze Meer, das Wasser. Ich nehme euch heute dieses Video auf. Ich bin ungeschminkt, aber ich habe mir gedacht, das ist egal. Ich werde trotzdem dieses Video aufnehmen, weil ich wurde gerade richtig motiviert. Ich lag am Pool und habe meine Arbeit gemacht. Ich mache ja Online-Business. Ich verkaufe Immobilien, Edelmetalle, überall aus online, auf der ganzen Welt und von überall. Und ich habe meine Kommentare gelesen auf Facebook. Ich bin sehr selten mal auf Facebook und lese die Kommentare, die dort stehen, weil ich das einfach nicht schaffe. Ich bin auf YouTube, Instagram, poste überall meine Videos und meine Stories auf WhatsApp und schaffe nicht immer alle Kommentare zu lesen. Doch das habe ich jetzt heute endlich mal gemacht. Und als ich das gemacht habe, als ich meine Post und Kommentare gelesen habe, ist mir eins aufgefallen. Ich beantworte sehr selten Kommentare von Menschen, die ich nicht kenne, von Fremden. Da möchte ich mich dazu entschuldigen, weil ich das einfach nicht schaffe. Ich habe das heute teilweise gemacht. Ich habe noch einige unbearbeitete. Und ich wollte einfach meine Story erzählen, heute in diesem kurzen Video und euch wieder mal motivieren an diejenigen, meine Zuschauer, die meine Videos schauen und mir sagen, danke Lina, deine Videos motivieren mich, weil ich erlebe gerade eine schwierige Zeit und ich schaue mir deine Videos an. Sie sind immer positiv. Und da musste ich gerade an mich denken, ich motiviere mich auch selber, denn keiner motiviert mich, ich motiviere mich immer selbst. Denn auch ich stehe immer morgens auf und habe einen riesigen Berg an Herausforderungen, an Problematiken, an Sachen, die ich erledigen muss. Doch ich motiviere mich einfach mal selber, indem ich mein Universum, meine Engelchen bedanke, dass ich morgens aufgewacht bin. Und das kann ich ebenfalls euch empfehlen. Wacht morgens auf und sagt vielen lieben Dank, mein Universum, dass ich heute gesund aufwache. Auch wenn nicht gesund, dann dass man vielleicht sagt, gib mir bitte Gesundheit, weil ich nicht gesund bin. Und lerne endlich mal positiv zu denken. Denn das, was wir denken, das, was wir an Gedanken an unserem Universum schicken, das bekommen wir auch. Und die meisten Menschen fangen damit an, dass sie sagen, ich habe Herausforderungen, ich habe Probleme, meine Kinder wollen mich nicht, mein Mann betrügt mich, ich habe kein Geld und so weiter und so fort. Es gibt ja viele Probleme. Auch ich habe diese Probleme. Ich bin mit 14 Jahren mit meiner Mama, unser Papa ist in Kasachstan leider damals verstorben. Das war für mich die größte Krise meiner Kindheit. Mit 10 Jahren, ich habe meinen Papa über alles geliebt. Und ich habe erst jetzt vor ein paar Jahren diese Situation verarbeitet. Ich konnte das nie verarbeiten, weil ich habe immer meinen Papa vermisst. Ich habe immer gedacht, mein Leben ist am A, an einer gewissen Stelle, weil ich meinen Papa nicht dabei habe. Ich konnte das nicht, weil meine Mama lebt, hat dann mit uns, mit meiner Schwester und mir immer zusammengelebt. Wir sind auch so nach Deutschland gekommen, weil sie in Kasachstan damals, ja, ich war 14, uns nicht mehr alleine unterhalten konnten. Es waren schwierige Zeiten und die Mama hat gesagt, okay, ich verkaufe unser Haus und gehe nach Deutschland, weil damals war die Zeit so, dass wir nach Deutschland ausreisen durften, so als Aussiedlerkinder, ne? Sie hat das Haus verkauft, das war gar nicht mal so viel Geld. Das Haus war 10, nicht mal 15 Jahre alt, das war ein richtig cooles neues Haus. Sie hat das für wenig Geld verkauft, hat sich hingesetzt ins Zug nach Moskau und von Moskau aus ging damals der Flug. Weil damals gab es noch nicht mal Flüge nach Deutschland aus Kasachstan. Einfach nicht. In Moskau angekommen, das war 1995, da gab es schwierige Zeiten und die Menschen waren dort auch nicht unbedingt freundlich. Wurden wir ausgeraubt. Wir sind zwei Männer auf uns zugekommen und haben gesagt, hey, du bist eine junge Mutter mit zwei Kindern, du hast Geld. Entweder gibst du uns dein Geld oder deine Kinder. Die Geschichte ist wahr, das ist wirklich so. Meine Mama, so lieb wie sie uns hatte, auch hat das Geld natürlich alles abgegeben, was sie hatte. Sie hat noch nicht mal 20 D-Mark damals, waren es D-Mark-Zeiten, haben die in die Hand gedrückt, haben gesagt, hier, das ist für euch, damit ihr überlebt, von wegen nicht verhungert. Also hatte sie nur noch 20 D-Mark, das Haus war weg, wir sind aus Kasachstan weggeflogen. Nach Deutschland, da hatten wir keine Wohnung, nichts. Wir sind in ein fremdes Land ohne Geld angekommen, sind wir ins Lager gekommen, in Schleswig-Holstein, so in der Nähe von Kiel. Und somit haben wir unser Leben neu angefangen. Ich weiß noch damals die Zeiten, ich bin zur Schule gegangen und wir haben kein Geld gehabt. Wir hatten richtig in diesem Lager gelebt und dann sind wir nach Flensburg gezogen. Und wir hatten eine soziale Wohnung bekommen, doch die Wohnung war leer, da gab es Matratzen, wo wir geschlafen haben.
Und da gab es kein Essen. Und unsere Mama hatte nicht mal Geld fürs Essen. Wir hatten Nudeln zu Hause. Sie hat uns diese Nudeln gekocht zum Mittagessen. Doch zur Schule sind wir gegangen ohne Mahlzeit. Also ohne Brot, ohne Wasser. Die meisten Kinder gehen hier zur Schule mit Essen. Ne? Und dann essen die dann. Und ich weiß heute noch, ich bin zur Schule gegangen. Ich hatte nichts zum Essen. Ich hatte so einen Hunger, weil ich gesehen habe, dass die anderen Kinder so Nutella, Knoppers mit hatten. Die hatten Brot mit Käse. Mir lief die Sabber aus dem Mund. Ich wollte so gerne essen. Ich habe davon geträumt, dass ich dieses Essen habe. Wirklich, weil wir hatten nichts zum Essen gehabt. Oh mein Gott, das waren die Zeiten. Aber das hat mich geprägt, meine Lieben. Nur weil ich heute so viel besitze, heißt noch lange nicht, dass ich das bekommen habe. Ich habe mir damals geschworen, ich möchte immer eine Frau sein, die Geld verdient. Ich habe mir das damals geschworen. Ich habe gesagt, ich arbeite, ich werde fleißig sein und ich werde meinen Weg gehen. Nach der Schule habe ich bei Burger King gearbeitet und ich wurde sehr schnell da gefördert. Ne? Die haben gesagt, oh Irina, du kannst so gut arbeiten, kannst du die Dienstpläne schreiben. Dann haben die sogar gesagt, oh, mein leckeres Essen sieht hinter mir. Dann haben die mir gesagt, möchtest du bei uns nicht die Führungskraft übernehmen? Und hat bei mir richtig Klick gemacht, wo ich gesagt habe, hey, wenn ich schon so gut arbeiten kann und die mich alle befördern, dann kann ich doch für mich selber arbeiten. Und so begann mein Weg der Selbstständigkeit. Ich habe mich selbstständig gemacht, weil ich gecheckt habe, wenn ich schon arbeiten kann, dann mache ich es für mich. Und der Weg war alles andere als leicht. Ich hatte kein Geld, ich hatte kein Wissen, nichts. Ich habe mir das alles eingeeignet. Ich hatte noch einige Herausforderungen in meinem Karrierelauf. Dann kam die Familie, die Kinder. Oh mein Gott, dann kam die Situation, dass meine Familie mich überhaupt nicht unterstützt hat. Die haben gesagt, Irina, geh doch lieber zu Aldi arbeiten und hab dein sicheres Einkommen. Ich habe nie darauf gehört. Ich habe immer meinen eigenen Weg gemacht. Und wisst ihr was, meine Lieben? Ich kann euch heute sagen, das hat sich richtig gelohnt. Und ich kann es euch jedem empfehlen, wenn du im Herzen spürst, dass irgendwann noch irgendetwas in deinem Leben noch unvollendet ist, dass du irgendetwas wünschst, was du noch nicht hast, dann finde heraus, was du wünschst, hör auf dein Herz, sag, bin ich zufrieden mit meinem Leben? Wenn die Antwort ja lautet, dann lebe es weiter. Wenn die Antwort nein lautet, dann stell dir weitere Fragen. Was wünsche ich mir an dieser Stelle? Was würde ich ganz gerne haben, jetzt und sofort? Dein Herz sagt zum Beispiel, dass du frei bist, dass du einen neuen Business anfängst. Und wenn dir das dein Herz sagt, dann tu das. Geh bitte nach deinem eigenen Bauchgefühl. Und wenn du dir wünschst, Selbstständigkeit, alleine sein, also nicht alleine sein in dem Sinne, sondern ich bin ja auch nicht alleine, ich habe meine Familie, ich habe meine Geschäftspartner, meine Freunde, die mich unterstützen. Wenn du dir das wünschst, was Eigenes zu machen, das meinte ich, dann mach das. Wenn du dir wünschst, eine Wohnung zu kaufen für dich alleine, wo du entspannen kannst, dann mach das. Wenn du dir wünschst, eine andere Haarfarbe, dann mach das. Wenn du dir wünschst, viel Geld zu verdienen, dann frag wiederum, wo kann ich viel Geld verdienen? Dann sprich mit uns, dann sprich mit jemandem. Nur mach das bitte. Weil das Leben ist so kurz. Irgendwann mal bist du alt und dann sagst du, was habe ich getan? Die meisten Menschen bereuen das, was sie nicht getan haben in ihrem Leben. Genieß dein Leben. Hab bitte keine Angst, mit mir zu sprechen. Schreib mich an, denn ich genieße mein Leben. Zurzeit ist meine Familie nicht bei mir, doch ich genieße es, alleine zu meditieren morgens. Ich genieße es, jetzt am Strand zu liegen, zu arbeiten. Ich arbeite auch viel, manchmal, manchmal nicht. Und ich genieße mein Leben total. Und ich wünsche das jedem. Und ich weiß, dass jeder das von euch schaffen kann. Das Leben ist einfach zu wundervoll. Es gibt so viele positive Sachen. Konzentriere dich niemals, niemals auf negative Sachen. Konzentriere dich immer nur darauf, was kann ich verändern, was kann ich Positives für mich erzählen. Und das Leben liefert dir genau das. Und ich habe jetzt richtig tollen Hunger. Ich esse jetzt was und wünsche euch alles, alles Gute, meine Lieben. Ich habe euch ganz, ganz doll lieb. Ende.